Ich muss wieder ein bisschen heilen mit ihr. Das spart Nahrungsmittel. Barbara ist, wenn sie in ihrem Heilmodus ist, schon irgendwie so gut wie unsterblich. So, können wir ernst machen. Oh, da liegt ja noch einer. Gebt mir eure Kohlen. Dankeschön. Bam. Das hat wehgetan. Also die Explosion nicht so, eher der Fall, glaube ich. Aber hat auch nicht wirklich wehgetan. Wenn ich mir die Energieleiste so ansehe. Haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ich glaube, ich habe hier doch schon so ziemlich alles abgegrast. Ich habe halt wirklich nur die eine Schatzkiste übersehen. Ich glaube, sehr viel mehr ist hier leider doch nicht mehr. Schade, schade. Aber hätte ja sein können. Den machen wir jetzt auch noch kaputt. Cool. Wenn man, habe ich noch nie so genau drauf geachtet, aber Fischl Trabe und Xianlings Bär, wenn die gleichzeitig die gleichen Gegner angreifen, machen die eigentlich ziemlich viel Schaden, weil die immer wieder halt den Elektrofeuer-Schaden-Super-Effekt auslösen. Gute Kombination. Beiden Begleiter. Eigentlich bin ich ursprünglich wegen Spezialitäten hergekommen, ne? Lange ist es her. Stimmt. Und plötzlich kämpfe ich wieder gegen irgendwen. Oh, Eisblumen nehmen wir schon mit. Die brauchen wir wirklich. Also die Elementarblumen, den Saft, den die droppen. Der ist wirklich wertvoll. Oh, guckt euch das an. Tatsächlich noch ein Geisterdingi gefunden. Nice. Oh, wo fliegt er denn hin? Da. Ich finde das irgendwie so ein nettes kleines Detail, dass man bei ihr wirklich, wenn sie läuft, die Glocke die ganze Zeit bimmeln hört. Das finde ich irgendwie nett. Cool. Kablammo! Ach ja. Hey, ich bin echt... Ich freue mich aber wirklich schon. Mir macht wirklich...
das Spiel so viel Spaß, Genshin Impact. Und ich finde es so schade, dass ich kein Content oder kaum noch Content wirklich habe. Aber ich freue mich wirklich schon auf dieses kleine Berg-Update, das Weihnachten zumindest kommt. Und noch mehr auf den nächsten Kontinent oder das nächste Land, die nächste Nation. Das wird hoffentlich großartig. Ich hoffe, die ändern dann nicht zu viel an der Formel, weil ich finde, dieses Erkunden, diese ganzen Schätze, so wie es war in den ersten beiden Gebieten, ist genau perfekt. Das macht mir richtig Spaß und das ist auch eins der ganz wenigen Free-to-Play-Spiele, die mir so viel Spaß machen, dass ich da auch gerne ab und zu mal ein bisschen Geld ausgebe. Ich bin dann niemand, der irgendwie die Hunder da reinsteckt, wie sonst noch was. Ich drop hier nicht die Hunis oder so, aber keine Ahnung, so immer wieder mal ein Fünfer, so im Monat 10, 15 Euro, wenn mir ein Spiel wirklich Spaß macht, das ist es schon wert. Und das ist wirklich ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, wenn das Langzeit supported wird, glaube ich, hänge ich da auch länger dran oder kommt zumindest immer wieder zurück in das Spiel. Aber genauso gespannt bin ich jetzt wirklich schon auf dieses Ubisoft-Spiel. Immortal Phoenix Rise oder so. Die mussten ja den Namen aus irgendeinem Grund ändern. Keine Ahnung. Der alte Name war besser. Aber gut. Naja, auf jeden Fall bin ich auch auf das gespannt, weil das verfolgt ja auch die Breath of the Wild-Formel ganz stark. Gehört quasi auch zu den Wild-like. Ich finde den Begriff gut. Ich werde den pushen, bis er sich durchgesetzt hat. Ist also auch ein Wild-like. Und ich bin schon gespannt drauf, ob die das auch so gut hinkriegen. Bei Genshin Impact macht das wirklich sehr gut. Ein sehr gutes Wild-like. Und dann bin ich natürlich noch gespannter auf das nächste Zelda, selbstverständlich. Das zweite, also jetzt nicht den Spin-Off, der im November kommt, den Warrior-Spin-Off, den schaue ich mir natürlich auch an, finde ich auch cool. Aber vor allem natürlich auf das echte Breath of the Wild. Breath of the Wild 2 bin ich wirklich gespannt. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, welche Breath-Likes noch so in der Schmiede sind. Ich hoffe wirklich, dass sich diese Art der Weltgestaltung durchsetzt. Und dass das wirklich für viele Studios eine... Oh, Hilfe! Eine Schablone wird. Ich glaube, jetzt ertrinkt er, ne? Hat er sich ins Wasser teleportiert, der Tölpel. Finde ich gut. Gut für uns. Ich hoffe wirklich, dass das für viele Videospielentwickler jetzt eine neue Schablone wird, die auch ein bisschen... Oh, Lukas Wiesner, danke fürs Followen. Ich habe es gerade erst gesehen. Willkommen. Das einfach so neben der Ubisoft-Formel, die halt wirklich schon ziemlich ausgebrannt ist, halt eine andere Formel, wie man Open Worlds gestaltet, existiert, die sich hoffentlich noch weit verbreitet. Da bin ich gespannt drauf, was danach kommt. Ich meine, im Endeffekt könnte man ja auch schon Oceanhorn 2 so ein bisschen als Breath-like betrachten, aber das war schon noch in eher kleine Gebiete geteilt und so. Naja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ob das wirklich zu einem eigenen Genre wird oder ob wir hier gerade so ein paar Experimente sehen, die geschichtlich gesehen für sich stehen werden. Mal abwarten. So viel Zeit muss sein, hier zu plündern. Sonst vergesse ich's nur und lass Sachen liegen. Das wäre schade drum. Hallo, Kater. Hinter dem Bildschirm ist er gerade. Hallo, Kater. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Oh ja, das will ich jetzt mal testen. Ich habe nämlich das Gefühl, aber vielleicht stimmt's überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Erze da drüben als lokale Spezialität zählen.
Aber wahrscheinlich habe ich mich da heute nur vertan. Heute Morgen dachte ich nämlich, es wäre so. Der Counter wäre nach oben gegangen, als ich die geerntet habe. Aber wahrscheinlich habe ich da irgendwelche Pflanzen gepflückt nebenbei und habe die gar nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt wartet mal schnell. Jetzt momentan steht der Counter auf 74. Auf 74. Okay. Nee, Carter, bitte die externe Festplatte liegen lassen. Ich habe ein bisschen Angst. 75, tatsächlich. Die gelben Kristalle zählen als lokale Spezialitäten. Ich dachte... Heißt es wirklich lokale Spezialitäten oder habe ich mir das nur ausgedacht? Local Speci... Doch schon, weil ich habe da immer nur an Essen oder Früchte oder Kräuter gedacht. Aber nee, scheinbar zählen auch die Erze. Verrückt. Verrückt. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Ich dachte, ich habe mich da getäuscht, aber jetzt haben wir den Beweis. Was wir heute schon alles rausgefunden haben. Dashen ist besser als Sprinten. Oh, da können wir nicht weitergehen. Und gelbe Steine sind lokale Spezialitäten. Das war's eigentlich. Mehr haben wir nicht rausgefunden. Aber das sind zwei Erkenntnisse. Punkt. Weil dann gehe ich vielleicht ein bisschen nach Erzen suchen. Na gut, Eisen wird jetzt keine lokale Spezialität sein und die da auch nicht. Aber die blauen Kristalle könnten auch vielleicht lokal sein, da bin ich mir nicht sicher. Aber die braucht man sowieso auch immer. Ein Herz fürs Erz. Na komm, Schild, geh kaputt, dankeschön. Im Endeffekt habe ich eh die Erfahrung gemacht. Es gibt ja da ganz viel Tierlisten im Internet, welcher Charakter super nützlich ist und welcher nicht. Und da wird ganz viel diskutiert und sortiert und bla bla. Und ich meine, ich glaube, wenn man optimieren will und wenn man besonders effektiv sein will, ist das schon alles schön und gut und hat auch seinen Sinn. Aber im Endeffekt kannst du jeden Charakter, wenn du ihn nur genug nach oben trainierst, genug ausrüstest, zu einem wirklich guten Charakter machen. Theoretisch kannst du mit jedem... Bei mir, also eben bei Noelle denke ich es mir. Die wird meistens immer recht niedrig eingestuft und dabei ist sie wirklich ein nützlicher und cooler Charakter, die man durchaus auch für nicht allzu harte Dungeons als super Heilerin benutzen kann, die trotzdem noch ganz gut austeilen kann. Und auch der Eiskerl ist in Verbindung mit Wasserelement einfach super nützlich. Auch wenn er meistens recht niedrig eingestuft wird, aber allein die Tatsache, dass der immer wieder seinen Eismachtschub machen kann, mit dem er immer wieder Gegner einfrieren kann, kann einem manche Kämpfe schon echt erleichtern. Ich würde das gar nicht, ich würde diese ganzen Tierlisten und diese ganzen Effektivitätsskalas mir gar nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Sondern im Endeffekt hochleveln, auf wen man Bock hat. Weil jeder Charakter funktioniert und jeder Charakter ist gut, wenn man ihn genug ausbaut. Erze, 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 Erze. Wo seid ihr? Oh, Schatzkiste da oben. Juhu, ein neuer Schatz. Den habe ich hier noch nie gesehen.
Nice, dabei war ich hier in diesem Steinbruch schon so oft, ey. Aber trotzdem steht da oben eine Kiste. Ich habe sie zumindest gerade noch gesehen. Jetzt ist sie weg. Ah, da ist sie. Coolio. Das ist eine richtige, richtige Kiste, die ich einfach übersehen habe. Na, so am Rand der begehbaren Welt. Ah, die haben einen Heiler dabei. Weg damit. Oh, ist der jetzt da runtergelaufen? Na, okay. Dann machen wir erstmal den da kaputt. Ah, da kommt schon der Nächste. Oh, wo kommen denn die alle her, Mensch? Was ist denn das hier für eine Party? Endlos Kampf. Einer nach dem anderen. Also voll cool. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 3 separate Gruppen irgendwie versehentlich angelockt. Das war guter Loot. Da war guter Loot dabei. Jetzt holen wir uns mal die Kiste. Au, au, au. Irgendwie tut mein Ohr gerade weh. Mein Kopfhörer lag irgendwie blöd. Autschi. Okay. Ich muss jetzt gezielt nach Erzen suchen. Ja, Katerchen. Ich weiß auch nicht, wo wir da hin sollen am besten. Den Berg habe ich ja schon abgegrast vorher. Aber wir bräuchten nur 20 lokale Spezialitäten oder 25 oder so. Ich meine, ich habe noch die ganze Woche Zeit, so ist es nicht. Aber das wäre jetzt gerade so eine gemütliche Nebenbei-Mach-Quest. Das wäre schon cool. Aber ich glaube, hier gibt es wirklich nur Eisen. Ah ja, cool. Ich meine, immerhin weißes Eisen, das ist gut. Ah, die sind bestimmt auch lokale Spezialitäten, die Blumen hier. Bin ich mir fast sicher, dass es die nicht gibt in Windstadt. Aber nur fast. Ist da ein Windrad? Habe ich möglicherweise, könnte es sein,
dass ich da tatsächlich ein Windrätsel noch nicht gemacht habe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich macht das nur irgendeine Windspirale und dann kann man irgendwo hinfliegen. Wahrscheinlich habe ich schon gemacht. Ja, okay. Hätte ja sein können. Du, 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 du. Warum ist denn bitte das Erz da unsterblich? Wirklich jetzt? Was ist denn da los? Das ist ja seltsam. Okay. Unzerstörbare Erzklumpen. Na gut. Dann halt nicht. Lokale Spezialitäten. Eine Mine. Yes. Nach sowas habe ich gesucht. Das dürfte uns helfen. Eventuell. Ist es überhaupt eine richtige Mine? Nicht so richtig, oder? Moment mal. Hier waren wir vorher gerade schon. Hier habe ich gegen den Ninja gekämpft. Ich glaube, wir laufen ein bisschen im Kreis. So finden wir keine neuen Spezialitäten. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt mal einfach mal hier. Ah, aber die Grenzen sind hier ein bisschen komisch. Ich glaube nämlich tatsächlich, der Zipfel gehört noch zur Mondstadt, oder? Zumindest ist da unten nämlich noch ein Mondstadt-Schrein. Aber hier oben sind Liue-Schreine. Schreins? Schreine? Schreiner? Schreinemacker? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Deswegen, keine Ahnung. Ich meine, ich kriege eh nicht mehr. Ich hätte nur die Hoffnung, die leise Hoffnung im Hintergrund, dass wir heute im Stream vielleicht noch eine von den neuen Lootboxen hätten öffnen können. Aber das kriege ich heute gar nicht. Das geht gar nicht mehr, glaube ich. Nein. Vergiss es. Sind wir mal realistisch. Nein, ich bräuchte noch fast 800, über 700 Primogems oder dementsprechend so Perlen-Wunsch-Fate-Dinger. Und, also ich will halt immer nur 10er Boxen öffnen. Und wenn ich jetzt hier noch die, dann würde ich noch einen dazu kriegen, das reicht nie im Leben. Nein, Quatsch, das geht sowieso nicht. Das kann gar nicht klappen. Ja,
Keine Ahnung. Dann weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Im Endeffekt bin ich, glaube ich, jetzt heute so ziemlich am Ende angekommen von dem Möglichen. Außer ein bisschen erkunden und hoffen, dass man vielleicht doch noch die ein oder andere Schatzkiste kriegt, kann man nicht viel machen. Morgen, wenn ich Glück habe, könnte es tatsächlich klappen, dass ich auf Rang 40 aufsteige. Und dann gibt es auch plötzlich wieder einiges zu tun. Das dürfte morgen ziemlich sicher hinhauen. Ja, ja, schon allein mit den Daily Quests reicht das ohne Probleme. Und dann gibt es wieder einiges zu tun und viele Primogems. Ja, schade, dass der Stream heute ist, ne? Morgen könnte ich, glaube ich, hier die große Action machen. Mit super viel Loot und Zeugs. Tja, man kann sich nicht aussuchen. Also, theoretisch könnte ich es mir aussuchen, aber ich habe es mir halt ausgesucht. Die Streamtage sind eingeloggt. Da kann man nichts machen. Ja! Hey, ich frage mich, ob die Monster in verschiedenen Synchronisationen verschiedene Stimmen bekommen haben. Wahrscheinlich nicht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich sogar ein doofer Gedanke, aber wer weiß? Nee, Quatsch. Glaube ich nicht. Außer die sagen manchmal was. Ich meine, theoretisch können die reden. Ja, aber die reden in ihrer eigenen Sprache, ne? Dann ist es egal. Ich glaube, die sprechen kein... Was auch immer die Figuren in dieser Welt hier sprechen. Was auch immer man eingestellt hat. Ich glaube, die sprechen nur phantastogorisch. Phantastogantisch. Ich bin echt gespannt, ob, wenn die Map erweitert wird, weil oft die Entwickler reden immer von Kontinenten. Ich habe ganz oft gelesen, dass die von der Einführung neuer Kontinente sprechen. Und ich frage mich da immer, ist das ein Übersetzungsfehler oder wollen die wirklich neue Kontinente in dem Sinn einführen? Weil ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass halt einfach quasi jetzt hier, ich meine, hier ist quasi mehr. Bald wird der Berg nochmal eingeführt, da ist quasi auch Küste, da geht es auch nicht großartig weiter. Aber dass die anderen Nationen einfach hier oben, so im Norden und im Westen noch weiter eingeführt werden. Aber eventuell ist es gar nicht so. Aber wahrscheinlich schon, oder? Keine Ahnung. Vielleicht machen die auch mehrere voneinander getrennte Welten. Das könnte schon auch sein, wer weiß. Ich weiß nicht. Deswegen frage ich ja. Ist da unten eine Höhle? Nee, nicht wirklich. Na gut, ich glaube, wir hören dann auf mit dem Spiel. Oder das ist wirklich schlimm, weil eigentlich macht mir das echt Spaß und ich würde gern weiterspielen. Aber ich weiß halt gerade echt nicht mehr, was wir tun können. Ich meine, theoretisch. Rein theoretisch, wenn ich das wirklich wollen würde, könnte ich Primogems ausgeben, um die Energie hier aufzuladen, aber das will ich eigentlich nicht. Und wird es überhaupt reichen? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich bräuchte, jetzt lasst mich mal ganz kurz nachrechnen, ich brauche noch Erfahrungspunkte Pi mal Daumen 1200. Das heißt... Pi mal Daumen, was war die Formel gleich nochmal? Ich glaube 100 Erfahrungspunkte pro 20 Energie. Das heißt 1200 wären dann 100, 240
Wirklich? Prr, sagt der Kater. Ich bin auch unsicher, ob das stimmt. Doch, genau, das stimmt schon. Das ist zu viel. Das kriege ich nicht hin. Der Kater ist gerade an meiner Magnettafel, an meinem Whiteboard und will die Magneten klauen. Aber die brauche ich noch. Muss mal schauen, ich glaube, der will raus. Nee, okay, genau. Es geht nicht. Also ich müsste viel zu viel Primogems ausgeben, damit wir heute noch aufsteigen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen hören wir jetzt auf mit dem Spiel. Leider. Ich kann ja nicht mal mehr Quests machen. Es ist schon traurig ein bisschen. Mehr Content. Jetzt. Schnell. Bevor es zu spät ist. Nee, das braucht alles seine Zeit. Ich verstehe das schon, aber. Ah. Und spielen Smash Brothers. Spielen mit Steve mal die Kampagne quasi durch und schalten mal die ganzen Steve-Geister frei, die Minecraft-Geister und so weiter. Und das wird hoffentlich cool. Ich machen wir kurz Pause. Ich muss den Stream beenden, damit ich umstecken kann. Sonst haben wir wieder Soundprobleme. Deswegen bin ich kurz offline. Nicht wundern, bin dann auch gleich wieder da. Ja, bis gleich.